Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trouble in a Terrorist Town mit dem Johnny Bärbel, mit dem Hirok Weisheit. Und mit der Kara. Welcome to the Irrenhaus. Wir sind vier Terroristen in einem Irrenhaus. Hier ist es irgendwie ein bisschen seltsam. Und einer von uns ist der schlimmste aller Terroristen. Es ist grauenvoll. Er hat nur diese Musik angemacht. Also hier ist der auf jeden Fall der Resident Evil Raum. Also nur für alle, Zimmer Nummer 6 ist der weiße Raum, wo er nicht wieder rausfindet. Der weiße Raum. War doch schön, der Johnny da drin gefangen war. Wie bist du Nee, Johnny eigentlich? hat mich umgebracht da drin. Und wie hat Hirok, dich hat er auch umgebracht? Ja, ich bin durch einen Ventilator. Alter! Alter! Da kam ich den Was ist das für eine Musik? Habt ihr gehört, Alter, ich höre euch nicht mehr. Ja, genau. Wie habt ihr die aktiviert? Ich habe keine Ahnung. Alter Schwede. Ja, hier ist leiser. Hier ist ein bisschen leiser. Aber Alter, was ist das denn? Boah, egal was das war, bitte mach das nicht nochmal an. Diese Dauerschleife Ich von hab's beim Thomas? ersten Mal auch gehört und es ist furchtbar, oder? Diese laute Musik, habt ihr die nicht gehört? Nein. Ich hab's ja am Anfang gehört. Das hab ich doch noch gesagt und keiner hat reagiert. Ja, du hörst sie aber nur alleine. Die hört kein Ja. anderer. Das muss irgendein Bug sein, weil ich hatte den gerade auch in der Runde. War gerade extremst lästig, vor allem als mich Daro dann gekillt hat. Ja, ich wollte, dass die Runde schnell vorbeigeht. Das kann man ja nicht anhören, Mann. Das ist er, Johnny. Oh Gott. Was denn? Kommst du da noch raus? Was denn? Du Okay, weißt, welcher okay. Raum das ist. Das ist der Resident Evil Raum mit den Was heißt das? Laserstrahlen. Habt ihr nicht Resident Evil 1 geguckt? Nee. Oh Gott. Was passiert mit dir? Nein! Oh Gott. Auch wieder sehen, Johnny. Ihr guckt euch das an, guckt, Johnny springen drüber. Scheiße. Okay, ich versuch's auch gleich. Geht das noch auf? Ist sogar die Musik davon. Warte mal, hier kann man es besser gucken. Ach du Und Scheiße. erst wenn man das Ganze überlebt, geht da hinten die Tür wahrscheinlich auf. Hey, geht das nicht nochmal auf hier? Was soll denn das? Hirok ist es. Irina, pass auf. Was, Hirok? Ja. Er hat sich gerade so richtig reingeschlichen. Angeschlichen, ja, nee, ist klar. Er hat einen Boomer. Nee, was hast du da? Okay. Es war kein Boomerang. So, ich gehe jetzt hier rein. Oh, bist du sicher? Du
musst ja. das können, ne? Oh Gott. Ja, der ist super. Okay, mach. Was zum Fick? Ich höre die Musik, sehe nichts kommen, bleib deswegen stehen und auf einmal bin ich tot? Ja, wahrscheinlich, weil der Zug dich irgendwie doch erwischt hat. Aber das ist die Musik von diesem Raum, die so laut war. Welche? Diese Musik von diesem Resident Evil Raum. Nein. Ich habe die Thomas-Musik. Die Thomas-Schleife kommt. Endlos laut. Wie in der Endlosschleife, in extremst laut. Okay, dann ist es wirklich ein richtig Bug. Richtig heftig. Auch was. Immer andere zuerst durch Türen. Also gehen. Bei Raum 14 würde ich mal nicht anklopfen, da wird gevögelt. Okay, ab zu Raum 14, ich brauche die Views. Das ist vielleicht eine Falle. Was? Das, ja, Johnny lockt euch vielleicht alle jetzt dahin. Ich gehe alleine. 14, wo ist denn 14? 11? 10? Hä? Hier, ums Eck. Ach, war ein Scherz. Hier, yeah. Do not destroy. Geh mal dran. Come on in. I'll show you what you're up against. Die Waffen sind ja auch ein bisschen buggy. Die sind manchmal irgendwie komisch gefärbt. Hört ihr das? Hä? Ich hab's gehört, ja. It's your turn, Gordon. Oh nein. Oh nein. Das ist jetzt Thomas auf jeden Fall. Hier ist auch mal aus. Da liegt eine Leiche. Ich höre euch nicht mehr. Lauter! We'll be right back.
für mich! Tanz für mich! Danke. Alter. Ey, man kann überhaupt nichts mehr verstehen. Nee, wollen wir RTV machen? Also, ja. Wie war das? STRG, wie war das? Wie kommt man denn in den Chat nochmal? Y, ne? Ja, Y, dann RTV. Das ist echt eine scheiß Map. Also die Map ist eigentlich cool, aber der Bug ist halt nervig. Das ist echt krass. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich meine Waffe hier, Rock. Ah, gut. Was ist denn Mac Wooden Fortress? Kein Plan. Kein Plan. Das ist aber Wooden. Europa. Da steht Wooden. Ich glaube, das wird dann auch die letzte Runde sein, weil Chris muss ja dann auch gleich sleepen. Ja. Falls ihr es nicht wusstet, Leute, in Berlin wird dann so ab 22 Uhr werden Bürgersteige hochgeklappt. Naja, muss ja morgen arbeiten. Ich ja auch, aber ich gehe ja jetzt noch nicht schlafen. Ich muss dafür schon um 5 Uhr aufstehen, entschuldige. Ja. Ja, leider zur Arbeiterklasse. Mach mir noch selbst die Hände dreckig. Noch Stullen schmieren morgen früh. Was für ein Zeug? Stullen, also Schrippen. Brötstühlen. Morgen ist kurzer Tag. Da arbeite ich 5 Stunden ohne Pause und bin fertig. Ah, okay. Nur bis 12 oder was, freitags? Yep. Oh, das ist ja cool. Dafür habe ich die anderen 32 Stunden von Montag bis Donnerstag geschafft. Ja. Aber dafür frühstückst du schon, ne? Was ist Frühstück? Was ist Frühstück? Kenn ich nicht. Früher in meiner Familie hast du vor um 10 Uhr nichts gegessen. Minecraft-Schläfer waren. Gibt's hier Waffen? Ja, gibt's. Okay, alles klar. Noch nicht mal auf der Map. Oh, ich hab Vögel-Gezwitscher. Ich auch. Das ist, also die Karte ist eine Wohltat nach der von eben. Oh, hier ist ein Haus mit einem riesen Tee. Ist das ein Traitor-Haus? Maybe. Wir werden das rausfinden. Mit TTT. Solange es kein TNT ist. Die Luft ist klar, die Mücken zwicken, wir liegen im Gras und trinken Tee. Mhm. Na, Kara, schön die Kisten hier aufgemacht und im Trader-Shop gewesen, oder was? Ich bin nur die Kisten aufgemacht, ich bin innocent. Hör doch selber auf. Also Johnny, ich würde Carina kein einziges Wort glauben. Hör doch auf, dumme Sau. Dummsau. Alter. Mann, von lauter Holz sehe ich hier nichts mehr. Vor lauter Holz siehst du den Wald nicht mehr, oder was? Ja. Hä? Achso. Kann man leider nicht öffnen. Oh. Ich hätte noch keine Kiste öffnen können. Ah, es liegen ja genug Sachen rum. Das Vögelgezwitscher hier, ist es nicht schön? Wunderschön. Wer lebt denn eigentlich alles noch? Alle. Carina? Ja. Bob ist immer sehr, du weißt schon, er ist schon wieder so ein bisschen kurz und knapp vor Weinen. Wieso? Weil du Traitor bist. Woran siehst du denn, dass ich Traitor bin?
Ich sehe es nicht, ich vermute es. An dem Tee über deinem Kopf. Ah, ja, okay, das ist ja doof. Ich stehe vor einem riesigen Tee. Vor einem riesigen... Aua! Johnny ist tot. Runtergefallen, oder was? Nee, erschossen. Von wem? Von dir. Von mir? Entweder von dir oder Hirok. Einer von euch. Ich bin in einem Haus drin. Was geht denn da ab? Was denn? Weiß ich nicht. Was ist hier los? Nein! Nein! Nein. Ich. Ne? Hast du hier eine Falle aktiviert? Ja! Und ich bin durch eine Falle gestorben. Hier ist ein Raum, da ist ganz viel, da ist ein Ofen drin. Und da habe ich auf die Hand gedrückt, ohne drüber nachzudenken, das zu lesen, geht die Tür zu und der ganze Raum füllt sich mit Lava. Geil. Der Boden ist Lava. Ja, und du hast mich da mit einer Falle getötet, ne? Ja, ja. Ja. Weiß aber auch nicht, welche das war. Komm mal, Sau, du. Du herzlose Schwein, du. Contenance, Johnny Burbel. Burbel? Burbel. Werd hier noch zum Hirsch. Zum Hirsch. Zum Hirsch. Ja. Ja, die Map hat viele Fallen. Herr Traitor. Ja. Ja. Ich sag es nur. Ich sag es nur. Nein. Benny ist tot. Er ist neben mir irgendwo aufgeschlagen. Wie kann man denn hier sterben, bitte? Okay, er ist irgendwo neben mir aufgeschlagen. Oh, ich habe ihn. Ich leg den Johnny jetzt hier hin und gehe weg. Willst du nicht wiederbeleben als Traitor? Nee, ich will, dass der Traitor ihn wiederbelebt. Rock. Ja. Was machst du da? Warum zielst du auf mich? Nur hochgezielt. Ja, ja. Oh. Ah. Der nächste, der runterspringt? Ja, so irgendwie war das jetzt dumm. Carina? Ja. Ich wusste es doch, dass irgendwer Johnny wiederbelebt, wenn ich die Leiche da hinlege. Wer war's? Wo hast du ihn denn hingelegt? Da, wo das Blut liegt. Also warst du es, weil Hirok ist oben. Wer Hirok ist oben? Was heißt denn hier, Hirok ist oben? Weil er an mir vorbeigelaufen ist. Wie an dir vorbeigelaufen? Lenk mich vom Thema ab. Was für ein Thema? Du hast den Zug verfehlt. Blöd, ne? Nein! Doch! Du hast mich mit dem Zug getötet. Oh, siehst du, ich habe dich verfehlt, Karim. Aber ich habe den Zug nicht gesehen und auch nicht gehört. Also gehört schon, aber nicht gesehen. Oh, ich bin doch immer am Leben. Ich tanze wieder ein bisschen. Was? Bitte, also wenn ihr Styropor übrig habt, dann schickt das bitte an Karina. Adresse gebe ich euch gleich. Ja. Pro Kilo Styropor, ja, gibt's einen Daumen hoch auf Facebook oder so? Ich glaube, da kommt eine Menge. Ja, Spacken, ey. Was denn? Wir sind doch, wollen doch nur, dass du auch künftig was zu essen hast. Ja, Styropor hat keine Kalorien, du, das ist super. Wo weißt du das? Schon probiert? Genauso ist genauso wie Staub. Der Trolle hat mich eingeschlossen. Das kannst du so. Ich glaube, der Trolle ist Johnny Bärbel. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich wollte gerade sagen, woher willst du das denn wissen? Weil der Turm über mir zusammengebrochen ist. Das habe ich gesehen, aber ich war das nicht.
Carina ist fast död. Oder ganz död. Nee, nur fast. Oh, fast död ist nicht ganz död. Badly wounded ist sie, badly. Ich glaube, ich gebe ihr den Rest. Was? Ich glaube, es ist Zeit. Oh. Alter. Ich glaube, es ist Zeit, Carina. Was soll das? Wie, was soll das? Es ist ein Gnadenschuss. Ja, ich zeig dir gleich mal, wie ein Gnadenschuss geht. Was? Ey! Es ist Hirok. Von wo? Draußen, wo ich gerade bin. Hä, wieso schießt er auf mich? Weil ich dachte, dass du Kara angeschossen hast, weil sie nichts mehr gesagt hatte. Nee, es ist Johnny Bärbel, scheiße. Was? Wieso bin ich das? Ja, weil alle anderen tot sind, du Affe. Ja. Alter, was? Was hast du da in der Hand? Oh, das Schaf, das war leider Buggy. Das war so süß. Das ist im Bogen versunken. Der rettet dich, oder was? Guck mal, hier in der Kiste ist das Schaf. Ja. So. Ich war Traitor. Daru war Traitor. Johnny Bärbel war Traitor. Wer ist jetzt wohl der nächste Traitor? Carina. Stefan, hör auf, mich nachzumachen. Ja, mal ja, bin nachzumachen. Oh, Scheiße. Diese Liebe. Wer von euch ist jetzt Carina? Ich merke den Unterschied nicht. Alter, was? Alter, was? Das verwirrt mich jetzt. Verwirrt. Alter, da ist überall der Turm zusammengebrochen. Aus dem Raum, Daru, ganz ehrlich. Warum? Da war vorhin die Lava. Die Lava. Du bist natürlich Traitor. Ich bin Traitor. Hier brennt. Das ist eine brenzlige Situation. Aua. Die MP5. Die wird alles richten. Pfeift einer das Thomas-Lied, also? Ja, ich glaube, da ist einer Tröter. Meine ganze Detektivarbeit sagt, einer von uns vier ist Traitor. Danke, dass deine Superspürnase. Genau. Ich habe 3 Jahre lang an diesem Fall gearbeitet, aber ich glaube, es ist ziemlich sicher, dass ein Traitor unter uns ist. Hast du auch schon einen Verdacht, wer es sein könnte? Ja, du. Deine Mutter. Nee, ich glaube die nicht. Ich bin mit Johnny Bärbel unterwegs. Deine Mutter ist so haarig, wenn du mit der Gassi gehst, dann strangeln die Hunde sie zuerst. Falsch. Was? Das war jetzt total falsch. Da ist eine Dügel ist weg. Keine Dügel. Auf alle Fälle hat der Traitor hier schon alle Dächer zugemacht. Dann ist es hier, denn er weiß nicht, was er tüt. Tüt. Hier, warum bist du immer Traitor? Wieso immer? Warum bist du jetzt Traitor? Traitor? Traitor. Peng. Peng. Dann bald Johnny Rainbow Six bei dir auf dem Channel. Johnny zielt auf mich. Carina ist Traitor. Ich bin nicht Traitor. Doch, bist du. Nee, bin ich nicht. Hör auf mich zu ziehen und ich schieße. Hirok? Ja? Wir leben doch noch alle. Stefan, hör auf mich zu zielen. Ich bin nicht Traitor.
Aber wenn die beiden sich. Aber wenn die beiden das machen, dann kann es nur Hirok sein. Sobald die beiden rumalbern, sind sie keine. Ich weiß nicht, wie du auf diese Logik kommst. Ich habe schon ein paar Runden mit den beiden gespielt. Was war das denn? Was war das denn? Ich bin nicht Traitor. Okay. Ja, gut, ich mach noch nichts. Hirok ist Traitor. Lass uns Hirok umbringen. Wieso bin ich jetzt Traitor? Warum bist du nicht Traitor? Ich bin viel zu lieb, um Traitor zu sein. Ja, nee, ist klar. Sagt der, der mich in dunkle Gassen verfolgt, um mich dann mit Thomas zu töten. Ja, nee, ist klar. Ich würde dich auch in hellen Gassen mit Thomas töten. So, da bist du also. Hirok. Hirok. Wir machen jetzt eine Treibjagd auf den Ost-Berliner. Ehemaliger Sachse. Du ehemaliger Sachse. Ja, du hast deine Sächsischkeit verloren, als du nach Berlin gezogen bist. Ist das so korrekt? Kommst du jetzt auf den Blödsinn? Ich weiß es nicht. Manchmal macht mein Gehirn komische Sachen. Manchmal ist gut. Versuch's mal mit immer. Manchmal, aber nur manchmal haben Sachsen ein bisschen Power gern. Ja, ich glaube auch. Hirok ist Traitor. Nochmal. Hirok schießt auf mich. Alle beiden anderen sind hier bei mir oben und der Schuss kam von rechts. Und ich bin unten. Ich kann aber hoch. Also ich habe immer noch 1000er Karma, ich bin's nicht. Ich habe 81 Schatten, es wird erst am Ende der Runde abgezogen. Aua! Karina? Au! Hier schießt auf jeden Fall jemand. Ja, Hirok schießt. Aber ich bin's nicht. Hirok ist sowas von der Schießer. Wo bist du, Stefan? Ich hab mich versteckt. Okay. Damit man nicht auf mich schießt. So wie ihr. Ihr rennt da nämlich frei im Feld rum. Aber wir waren so ein gutes Team. Oh, ich weiß, aber... Gott, irgendwann ist Zeit, Adieu zu sagen. Irgendwann... Adieu. Ich werd beschossen. Löste jedes Team mal öff. Aha, ich weiß von Johnny Bärbel. Dankeschön, Johnny. Ich dachte... Wir wären Freunde und du schießt einfach auf mich. Ich schieß gar nicht. Ich hab nicht einen Schuss abgegeben. Du hast voll den Schuss abgegeben. Ich hab einen Schuss, aber keinen Schuss abgegeben. Bin keiner der. Da, es ist Hirok. Es ist Hirok. Ja, okay, sag ich doch die ganze Zeit. Nee, warte mal. Moment, Johnny Bärb. Johnny hätte dich doch schon längst umgebracht. Nee, er war gerade noch am Leben, aber jetzt ist er tot. Ich hab's gesehen. Ja, dann ist es Hirok. Hirok. Johnny ist nicht tot. Er lebt. Moment. Er lebt. Wer schießt denn da auf mich? Karina schießt. Oh. Okay. Entschuldigung. Ohne Witz, so ein Kämpfer, ne? Der sagt, oh nein. Dao, ich hasse dich. Du hast ein Zombie-Ding auf mich geworfen. Daru, sie hat mich erschossen und sagt dann... Ja, sie ist, keine Ahnung. Die checkt, glaube ich, gerade immer noch nicht. Alter, Karina, was war das denn? Nicht verwandelt. Ich hab ihr diesen Zug. Nein, du hast ihr geschossen. Nee, das war, sie hat immer wieder HP verloren. Aber das war was anderes. Karina, du erschießt mich und dann sagst du, ich hab irgendwas auf dich geworfen. Hä? Du erschießt mich, siehst, ja, dass ich innocent bin. Ich war selber bin. Verwirrt, ehrlich gesagt. Ja, hat man gemerkt. Aber. Okay, warum habe ich gerade gehustet?
Ja, das sind noch mitgenommen von der letzten Runde, aber wenn Preparing vorbei ist, geht das weg. Theoretisch. Nee. Ich huste immer noch. Immer noch? Verlierst du HP? Ich weiß nicht, warte mal, nicht töten. Nee, du bist halt. Nein. Das Husten bleibt und das geht nicht weg. Aber du verlierst. Ja, aber mein Bildschirm ist auch rot. Komm mal runter. Komm mal runter. Wir stehen da ungünstig. Oh Gott, alle auf einmal. Weg. Komisch. Oh Gott, die klingt ja gleich auch eine andere Pistole. Eine Pistole. Ich bin röt. Wie nennt man einen inkontinenten Hund? Eine Pistole. Oh Gott. Oh Gott, ist der schlecht. Weißt du, weil der beste Witz des Jahrhunderts. Auf da, Hund, auf! Hör die mal auf, aufeinander zu schießen. Wie wichsen Star Wars Fans? Hand Solo. Was? Wie? Was? Was, dass er aufgehört? Was war das? Hand Solo. Hey, ich hab das Ganze nicht verstanden. Wie wichsen Star Wars Fans? Ah. Komm, der war lustig. Alle meine Witze sind lustig. Übrigens, als wir gerade in einem der Türme waren, hat der Traitor das Dach zugemacht. Ja. Wir sind schon bei zwei Türmen, die Dächer zu. Okay. Okay, ich sehe kaum was durch diesen roten Bildschirm. Ist ein bisschen nervig. Carina hat Daro erschossen? Nee. Ist da oben. Grün erschossen. Hierock found. Daro wurde einem Barrett erschossen. Irgendjemand schießt auf mich. Ja, es ist Johnny Bärbel. Er ist innocent und hat mich aber umgebracht. Was ist los, Johnny, müde? Ja, Stefan, wo bist du? Keiner Tausender Karma. Shit, Heffer. Wie dich Hirok mal einfach hinterrück erschossen hat, ne? Du hast mich erschossen, Johnny, du kleines Sau. Ich hab dich nicht erschossen. Die Nachricht kommt jedes Mal, da stand Johnny Bärbel hat dich erschossen, Rolle innocent. Warum? Was habe ich dir getan? Ach, nein, nicht schon wieder. Hallo? Aua. Wieso bin ich zwei Runden hintereinander Traitor? Ich weiß nicht. Johnny, warum hast du mich erschossen, Mann? Einfach aus Spaß. Ich dachte, das war Spaß. Du bist zwei Runden hintereinander Camper. Du bist schon zwei Runden hintereinander ein Camper, du. Du bist kein Traitor, du bist ein Camper. Zwei Runden? Machen wir noch ein paar Nullen dran. Um Sau. Um Sau. Ja, jetzt hat der Nächste das Husten. Wer ist Stefan, das hier? Hast du Rides Husten? Stefan! Johnny, willst du meine Muschi streicheln? Ja, warte. Was will er streicheln? Was will er streicheln? Meine Muschi. Oh, ja. Und, gefällt's dir? Ja, super. Ihr gefällt's sehr gut hier. Glück. Sie ist alles, was ich verfreude. Okay, wir lassen euch dann mal allein, ne? Weißt du, wieso? Oh ja, der Server. Schießt jemand mit schallgedämpften Waffen rum? Ja, aber die Walter ist nicht die mit dem Laserpointer, nee.
Ah, toll, das ist ja auch eine Walter. Ich brauche eine Pistole. Elfen Böen, gucken immer Pistolen liegen hier überall rum. Hier liegt zum Beispiel eine. Bist du das? Nee, Kara. Kara. Oh. Ich hab daraus Muschi gefunden. Das ist. Darum! Hä? Donny ist. Was ist Crude? Ach, das ist ein dein Status. Ja, wenn du ein paar Mal Leute einfach so erschießt, dann bist du Crude. Gibt auch noch Trigger Happy. Boah. Jetzt läuft auch noch ins Feuer rein. Aber ich glaube, Daru hat. Kara erschossen. Kara ist hier. Kara hat ihren Töd gefaked. Oh nein, sind alle hier im. Ah. Nein! Oh nein! Sie ist runtergefallen. Hä? Johnny lebt noch. Ja, ich wäre fast hinterhergefallen. Wie fällt man denn hier runter? Ja, indem sie rückwärts läuft und springt. Das ist gut. Ist auf jeden Fall sehr intelligent. Ja, sie liegt da ganz kühl auf dem Dach. Da kann sie liegen bleiben. Liegt sogar noch ihre Waffe. Ich glaube aber nicht, dass sie besser war als meine Waffe zum Beispiel. Johnny läuft mit einer Sniper rum. Nein, es ist keine Sniper. Blank. Hast du gesehen? Skill. Und du bist schon wieder auf deinem Camphaus. Stimmt ja gar nicht. Bin am Rumlaufen. Zu Tode gestürzt. Donny war's. Hä? Sicher hat auf Donnys Zeichen gezeigt. Johnny war's. Johnny? Ja. Bist du gerade runtergesprungen? Doch. Ja. Warum? Hä, wieso liegt denn ihre Leiche jetzt unten? Nein, Hirok war's. So, ich muss jetzt mal kurz, ich denke mal, wir machen Feierabend für heute hier, ne? Ja, alles klar, Freunde. Das war es wieder von der Trouble in Terrorist Town. Wir müssen jetzt alle zugucken, wie Kara bei The Division verkackt. Das ist jetzt aber gemein. Ja, ist es. Ist nee, ich werde jetzt aber heute nicht mehr streamen. Ich mache das morgen. Alles klar. Ich wünsche euch noch viel Spaß und das war hier Johnny Barbe, Kara und der Berliner. Baba. Tschüss.